Maranatha, der kommt. Eine Andacht von Ellen White, 25. Juni. Von Außenposten her in den Städten arbeiten. Darum geht aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an, so will ich euch annehmen. 2. Korinther, Kapitel 6, Vers 17. Als Gottes Volk, das seine Gebote hält, müssen wir die Städte verlassen. Wie damals noch sollen wir in den Städten arbeiten, aber nicht dort wohnen. Unsere Institutionen sollten, soweit es irgend geht, in einiger Entfernung von Städten liegen. Gott will nicht, dass sich sein Volk in den Städten niederlässt, wo es ständig Unruhe und Verwirrung gibt. In ihren Kindern sollte dies erspart bleiben, wird doch der ganze Organismus durch die Eile, die Hetze und den Lärm entkräftet. Der Herr möchte, dass sein Volk aufs Land zieht, wo es sich ansiedeln kann und sein eigenes Obst und Gemüse anbauen kann und wo seine Kinder in unmittelbare Berührung mit Gottes Werken in der Natur gebracht werden können. Holt eure Familien aus den Städten, lautet meine Botschaft an euch. Die Wahrheit muss ausgesprochen werden, ob die Menschen sie hören wollen oder nicht. Die Städte stecken voller Versuchung. Wir sollten bei unseren Vorgehen so planen, dass unsere jungen Leute so weit wie möglich vor dieser Verseuchung ferngehalten werden. Die Städte sollen von Außenposten her bearbeitet werden. Der Bote Gottes sagte, sollten die Städte nicht gewarnt werden. Ja, aber nicht dadurch, dass Gottes Volk darin wohnt, sondern indem sie dieselben besuchen, um vor dem zu warnen, was über die Erde hereinbrechen wird. Wenn das Böse in einem Volk überhand nimmt, ist immer eine Stimme zu hören, die warnt und belehrt. Wie damals die Stimme Lots in Sodom vernehmbar war. Doch hätte Lot seine Familie vor manchem Übel bewahren können, wenn er sich nicht in dieser schlimmen und verdorbenen Stadt niedergelassen hätte. Was Lot mit seiner Familie in Sodom bewirkte, hätte auch dann getan werden können, wenn sie etwas weiter weg gewohnt hätten. Henoch ging den Weg mit Gott, und doch wohnte er nicht in einer Stadt, die von allen Arten von Gewalttätigkeit und Bosheit verdorben war, wie Lot in Sodom. Henoch siedelte sich nicht bei dem Bösen an. Er wohnte mit seiner Familie an einem Ort, wo die Atmosphäre so rein wie möglich war. Ab und zu ging er dann zu den Bürgern der Welt und richtete ihnen aus, was ihm Gott gesagt hatte. Nachdem er seine Botschaft verkündigt hatte, nahm er stets einige, die die Warnungsbotschaft angenommen hatten, mit an seinen Zufluchtsort. Maranatha, der Herr kommt.